Moin zusammen, jetzt geht es nach Grafton oder nach Maple Lodge. Maple Lodge hat gewonnen, weil der Scruton braucht die Maple Lodge für die Weekly. Da muss er die Nebenaufgaben erfüllen. Und wir machen jetzt Grafton und Maple Lodge immer, je nachdem, was das Spiel uns gibt. Weil Kiki und ich, wir haben Grafton. Bei der Map müssen wir unsere hier diese Nebenaufgaben machen. Das ist hier die erste Quest. Wo ist denn der Brecki? Der ist da oben. Okay. Ja, dann bereiten wir alles vor und es geht rein da. So, ich habe genau in dem Moment die Maus gewählt. Mir fällt gerade ein, die Kerze funktioniert ja nicht. Deshalb nehme ich eine Taschenlampe. Ah, das ist gemein. Ich dachte gerade, da liegt ein Knochen. Ja, das ist echt fies, wenn man diesen Regen bekommt bei einer Außenmap, ey. Das Dixi-Klo ist verfügbar. Ah, okay, das ist gut. Ich gehe mal kurz zur Lodge und gucke, ob da irgendwo ein Knochen oder ein Geist ist. Der Knochen liegt auf dem Pier. Der liegt hier bei dem See auf dem Pier, der Knochen. Ja, wenn du unter die Planen läufst, ne, dann ist der noch lauter. Mal, ob hier was ist. Ich habe meine Ohren fallen lassen. Ja, das ist echt abartig laut. Ist das? Cool, funktioniert. Manchmal funktioniert es. Ich bereue es, Maple Lodge zu haben. Ja, da kannst du ja nichts für. Es ist ja der RNG, der dir Maple Lodge gegeben hat. Mann. Maple Lodge ist ja so okay. Die haben die ja gut umgebaut, die Map. Schick hier ein EMF im roten Zelt. Okay, rotes Zelt ist der Geist. Okay, dann komme ich aus der Lodge jetzt raus. Na gut, dann machen wir mal einen Switch. Da gehe ich zum Knochen. Ja, genau. Du gehst dann zum Knochen, ich gehe zum Geist. Ah, ich lasse mal kurz das EMF da. Rotes Zelt war in der Mitte gewesen, ne? Ich mach mal hier das Licht auf dem Weg aus. War das der Breaker? Ich mein Gott. Nee, der Breaker ist noch an. Aber das Zeit, hättest du das Licht ausgemacht. Egal. So, dann gehen wir mal zum roten Zelt rüber. So. Rotes Zelt ist da. Haben wir hier im Versteck? Nee, leider nicht. Okay, ich bringe dann schon mal einen Kuzi und eine Videokamera da zum roten Zelt rüber. EMF ist ja schon dran. So, dann ein Kuzi. Ich habe meine Mama übersehen. Ich kann mal sagen, was? Ja, aber sie läuft hier gerade auch bei dem roten Zelt rum. Da kann man ja über Faudern reden. Mama hat schon mal Parabol und Foto gebracht. Obwohl sie eigentlich nicht. Was ist der Regen da? So, ich habe mal eine Kamera außen hingestellt und bringe dann hier noch einen Sensor und Putzi hin. Ich glaube, wenn wir die Map nachher ein zweites Mal spielen, sind die nicht mehr so schön. Hier hinten das grüne Zelt, da ist ein Versteck. Ich lasse da mal die Taschenlampe liegen. Da können wir ja nachher dann Fuzzi und sowas hinmachen. Das wird dann der Ghost Highway. Dann werde ich den, glaube ich, schon mal mit Salz und so weiter markieren. So. Wo haben wir denn die Sensoren? Ich fange schon mal mit Salz und mit Sensoren an für den Ghost Highway, dann seht ihr ja, wo der hingeht. Och Mann, der will nicht viel machen, der Arschkeks. Na, ist das ein Shade oder was? Weiß ich nicht.
hatte die Brandgranate schon geworfen. Ich weiß nicht, wo er genau langlaufen wird, wenn er zu uns kommt. Deswegen verteile ich das mal so, das heißt. Es muss schon so sein, dass es sichtbar ist. Mach mal das Licht im Geisterraum aus. Vielleicht wird er dann was aktiver. Dann kannst du ja außerhalb stehen bleiben, wegen der Sanity. Ja, hier ist ja gar kein Licht aus. Hier ist ja gar kein Licht aus. Oder meinst du das so? Nee, nee, das im Geisterraum meinte ich. Ja, das sieht ja schon ganz blöd aus. Wenn man trotzdem am Kiki, du kannst dir ja die Soundsensoren mal überall so verteilen. Einen am Geisterraum und die restlichen dann so über die Map verteilt, dass wir den überall hören können von draußen. Hier hast du zwei Kerzen, damit kannst du dich ja gleich austoben. Aha, hier ist wieder ein Hotspot. Also ist es schon mal kein Rave. Ah, jetzt macht er was. Ja, hier, ich mach dir mal die zwei Kerzen da an. Lass nur ein bisschen von denen übrig für später für Onryo Test. Yay. So, dann kann er da nebenbei ein paar Fotos machen mit den Kerzen. Dann müssen wir noch die Smudgies handeln. Kiki, Glowstick und Smudgies müssen dann nachher da in das grüne Zelt, wo ich die eine Taschenlampe liegen gelassen habe. Könnte ich mitnehmen, aber ich nehme erstmal den Glowstick mit, um das zu markieren, das Versteck. So, wir bauen mal kurz auf. Bis gleich. Tja, leider haben wir einen verloren auf dem Team. Da liegt auch sein Headgear. Ist echt doof, wenn die anderen immer rausfliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das eine Salz da fotografiert hat. Ich werde noch eins hier vorne machen. Eins, zwei. Hat er das andere auch schon fotografiert? Ja, das andere hat er schon fotografiert. Dann müssen wir noch ein Salz da fotografieren. Leider braucht er diese Aufgabe. Deshalb eigentlich wäre es sinnvoller, jetzt abzubrechen. Nur wir sind jetzt schon so weit in der Mission drin. Ne? Das wäre ja eigentlich schade, jetzt so abzubrechen. Wisst ihr? Deshalb werde ich hier noch versuchen, die Bilder fertig zu machen. Ich habe jetzt auch gerade eben einen Whisper bekommen. Dann gucken wir mal, ob das ein Moroi ist. Show us. Give us a sign. Are you here? Show us. Oh Mist, welches war das jetzt? War das hier drin eins? Das da hatten wir schon. Ich glaube, hier draußen eins war das, oder? Hier ist er sofort reingelaufen, dann habe ich das fotografiert. Das hier drin hatten wir aber, glaube ich, noch nicht, ne? Ich sehe es ja jetzt. Oh gut, es hat gezählt. Show us, für was es sein? Oh, Gitarre, perfekt. So, mal gucken, ob die zählt. Perfekt. Okay, Fotos sind schon mal voll. Ich komme jetzt kurz raus, dann kannst du mir ja sagen, was mit der Sanity ist. So. Dann packen wir hier alles hin, weil sie hat jetzt gerade mega Lex. Sie kann leider nicht reinkommen. Ich mach mal hier das Licht aus. Ein Kruzi ist ja da drin, falls irgendwas passieren sollte. Und dann gucken wir mal, ob das ein Moroi ist. So, sie sagte, meine Sanity ist so um 15% runtergegangen. Könnte aber auch an dem Licht liegen, weil das als Glut sieht. Hier, du kannst dich hier in ein Zelt setzen und ich mache dann das Licht aus. Ich sag dir dann nachher Bescheid, wenn wir rausgehen können. Das machen wir jetzt extra, damit die Sanity runtergeht. So, ich hab dir die Tür zugemacht. Ja, weil sie kriegt die Türen manchmal nicht zu. Nicht, dass sie da nachher sitzt und die Tür nicht zukriegt oder sowas, wisst ihr.
lieber auf Nummer sicher gehen. So, ich drücke hier jetzt gleich noch einen Soundsensor hin auf die Seite. Dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Dann kann sie auch später von draußen aus ein bisschen beobachten, was der Geist so macht. So, und jetzt ist eigentlich das Ziel, ich werde mich jetzt da vorne hinsetzen. Ich werde den beobachten, ob der zu mir kommt. So kann ich den Banshee dann ausschließen. Ein bisschen mit dem Parabol draufhalten. Ach ja, die Kerzen wollte ich noch da reinpacken. So, weil damit will ich... Das Problem ist, sie müssen da drin sein, weil sonst zählt das nicht. Weil das regnet und draußen werden die eben bei dem Regen... Bei dem Regen werden die eben auch. Gehen die wieder aus, die gehen dann gar nicht erst an. So. Oh, ich habe hier noch eine, die lassen wir mal da stehen. Kann man ja als Ersatz behalten. So, jetzt bleibe ich hier einfach hinter dem Sensor sitzen und gucke, ob der Geist versucht, zu mir zu kommen. Und so versuche ich den Banshee oder einen Phantom zu erkennen. Bisher ist noch nichts Auffälliges. Wir hatten auch noch kein Event, deshalb können wir den Shade auch nicht ausschließen. Der Breaker ist noch an. Oh, der hat da gerade so eine Herdplatte angemacht. Also ich werde den was beobachten, Sanity Drain, und dann sind wir gleich wieder da. So, ich habe den jetzt kurz was beobachtet. Jetzt gehe ich einmal kurz raus aus der Map und gucke mal kurz nach der Sanity. Nee, das ist jetzt, glaube ich, kein Moroi Sanity Drain. Okay, wir sind jetzt bei 60. Das heißt, ein Meer könnte jetzt versuchen zu hunten. Gucken wir mal kurz, ob da ein Orb ist. Das aussieht, ey. Das ist das Zelt. Das ist der Sensor, ne? Was da so leuchtet, oder? Ja, das bleibt da stehen, es bewegt sich nicht. Also das ist kein Orb wahrscheinlich. Ein Orb würde sich bewegen. Das sieht aus wie vom Sensor der Laser. Okay, kein Orb. Wir sind jetzt zwischen 50% und 60%, aber ich glaube, er hat noch nicht versucht zu hunten, also wahrscheinlich kein Early Hunter dann. So, jetzt gehe ich einfach wieder rein, lasse die Sanity weiter drainen und muss versuchen, das dann zu schätzen. Ich kann jetzt sehr schnell auf 50 gehen und er kann auch sehr schnell versuchen zu hunten. Ich glaube, ich werde auch mal das Putzi aus seinem Raumhaus nehmen, weil wir brauchen das nicht, ne? Ne, brauchen wir nicht. Das heißt, ich hole das aus seinem Raumhaus. Ich werde jetzt auch mal das Putzi aus dem Geisterraum rausholen. Ich weiß nicht, wo dieser Geist war. Er hat gerade ein Ghost-Event gemacht. Kann aber noch ein Shade sein. Die ist hinter mir irgendwas am Machen. Das heißt, das Putzi wird sie jetzt eh nicht stoppen. Na los, komm zurück in deinen Raum. Ghost, are you here? Ja, sie ist hier. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Ich teste jetzt gerade auf Onryo mit den Kerzen. Ich teste jetzt, ob sie versucht zu hunten, während ich hier mit dem Putzi stehe und den Kerzen. Und wenn sie jetzt versucht zu hunten, dann ist es kein Onryo, weil hier sind lauter Kerzen. Zwei auf einmal, okay. Noch eine Kerze. Wenn sie die jetzt auspustet und dann versucht zu handeln, dann werden wir einfach um dieses Mönchen fahren. Und... Nein. Okay, sie hat die Kerzen ausgepustet, hat aber nicht versucht danach zu handeln. Also wahrscheinlich kein Onryo dann. Ich würde den dann einfach mal ausklammern. Weil Onryo kann auch mit Röhrer Sanity haben. Okay, das Kruzi ist entfernt. Der nächste Hand wird dann jetzt durchgehen, wenn jetzt ein Handversuch startet. Das Problem ist, die Zelte hier, könnt ihr ja mal hören. Hört ihr, wie laut das ist mit dem Regen? Es wird sehr schwer sein, irgendwas zu hören von dem Geist. Aber ja, irgendwie müssen wir das schaffen. Wird ein bisschen schwierig. Hoffentlich ist es was Offensichtliches, wie ein Revy oder ein Gin oder so. Obwohl ein Gin wird von diesem Salz hier gebremst, ne? Da müsste man dann nochmal danach rausspringen oder noch eine Hand abwarten. Ich meine, sie verliert ja jetzt Sanity. Ich kann auch hier die Lichter anmachen, dann sehe ich den auch besser gleich. So, der Breaker ist immer noch an. Okay, dann warten wir auf den Hand. Okay, Leute, es ist sehr komisch. Oh, ein Airball? Kein Oni? Da war gerade ein Airball. Okay.
Ich glaube, wir haben Shade vielleicht. Das stinkt nach Shade. Ist sehr wahrscheinlich wohl ein Shade, weil mich wundert es, dass er immer noch nicht huntet. Unsere Sanity müsste sehr niedrig sein. Er fängt an zu hunten. Ghost. 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 Normales Flackern. Kein Phantom. Beschleunigung in Line of Sight. Ich glaube, wir haben einen Shade. Also kein Phantom. Jimmy könnte noch sein. Kein Webby. Kein Haichu. Und für Melling müsste sie weiter weggehen. Kein Rio. Ich habe keinen Ort gesehen. On Rio würde ich auch mal ausschließen. Haichu ist auch raus. Weil sich die Geschwindigkeit so komisch ändert. Jim, Shade, irgendwie sowas vielleicht. Okay, der Hunt ist vorbei. Komm mal kurz mit raus zum Truck. Wir müssen mal kurz nach der Sanity schauen. Kannst rauskommen. So, jetzt müssen wir schnell einmal hier raus. Habe ich überhaupt eine Kopflampe? Ja, habe ich. Warum habe ich vorhin dann eine Taschenlampe mitgenommen? Da hätte ich auch einen EMF mitnehmen können. Ja, sie hat jetzt eben voll die Legs. Deshalb kann sie jetzt eigentlich nur im Versteck sitzen und Sanity bringen. Mehr kann sie jetzt auch nicht machen. Ich habe jetzt keinen Smudge-Timer gestartet. Wir müssen mal gucken, wie die Sanity ist. So, dann schauen wir mal. Sollen wir einfach mit Shade fahren? Der Geist hat nochmal beschleunigt, hat erst bei 50% Event gemacht. Shade, oder? Ja, würde ich sagen, weil er gut gemacht hat, ja auch. Seit ja, genau. Ich trage Shade ein und wir fahren. So, dann können wir das jetzt kurz fassen. Normalerweise würden wir jetzt nochmal, um sicher zu gehen, die Sanity wieder auf 50 mal anheben, um zu gucken, ob er wirklich nicht huntet, weil manchmal hat man auch Geister, die einfach so spät hunten, aber wir gehen jetzt einfach mal vom Shade aus. Und es war ein Shade, Glück gehabt. Schade für das Küken, weil wir haben alle Aufgaben erledigt. Echt sehr schade. Spirit Box T2 freigeschaltet. Hier sind die Sets. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.